Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornhub. Ich glaube selber kaum, dass ich es vorstelle, aber ich stelle es vor. Wir haben heute mal was ganz Besonderes und zwar die Louis Vuitton Kettensäge Version 1.0. Das Ganze kommt, wer jetzt gedacht, von MyGames Steam. Gibt es nur für PC und Mac und ich muss euch die Mod-Beschreibung vorlesen, das geht einfach nicht anders. Erstmal 3000 Euro in der Anschaffung, das Ganze wird als stinknormale Kettensäge im Spiel gehandhabt, kostet dementsprechend 2000 Euro mehr wie die Standard-Kettensägen. Die Beschreibung des Mods lautet wie folgt: Ein Leben ohne Luxus ist nicht lebenswert. Die Louis Vuitton Kettensäge ist eine luxuriöse Kettensäge, die speziell für YouTuber entwickelt wurde, die das luxuriöse Bauernleben in Rollen spielen. Ich gehe mal eher davon aus, in RP spielen wollen. Ja, gut. Ist eine Kettensäge. Ist eine Standard-Kettensäge. Dementsprechend umgemutscht als Louis Vuitton-Design. 3000 Euro und fertig aus. Ich nenne das Ganze immer liebevoll von mir Louis Vuitton. Ne? Und so sieht das Ding dann aus. Könnt ihr dann über 1, 2, 3 wie immer ansägen oder auswählen. Und dann habt ihr hier eine Kettensäge. Mit einem stinknormalen Kettensägen-Sound, aber ihr seht vielleicht schon, falls ihr das schon irgendwann mal gesehen habt, es ist halt dieses typische Louis Vuitton-Design halt mit dabei, ne? Also diese ganzen VLs und es sieht halt hässlich as fuck aus. Wenn ihr vorher noch nie was mit Markenklamotten zu tun hattet, herzlichen Glückwunsch, habt ihr in dem Fall auch nichts verpasst. Nun, am Ende des Tages können wir hier an den Baum gehen, können das ganze Ding sägen und die Bäume fällen in den oder fallen in den Falle auch genauso. Wie sie es im Standardspiel auch tun, ist halt einfach nur ein Skin dementsprechend für eine Kettensäge. Nicht mehr, nicht weniger, mehr soll es am Ende des Tages auch nicht können. Ja, und damit könnt ihr dann dementsprechend hier in euren Wald arbeiten oder in euren tollen RP-Projekt, ne? Und könnt dann halt sagen, guck mal hier, ich habe eine Kettensäge von Louis Vuitton. Schön! Und ganz ehrlich, mehr ist es auch nicht. Mehr macht das Ding nicht, mehr soll es dementsprechend auch nicht machen. Es ist nicht mal wirklich teuer mit 3000 Euro im Vergleich zu den Standardkettensägen. Aber ja, wer unbedingt auf Louis Vuitton steht, der kann sich hier diese Kettensäge durchaus gönnen. Aber denkt dran, speziell für YouTuber. Naja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Thema Lock, es ist sauber. MB-Zahl ist soweit auch mehr als in Ordnung, geht logischerweise im Singleplayer und im Multiplayer. Okay, bis jetzt noch skurrilste Mod, der im LS22 rauskam. Mal gucken, ob das in den Jahren noch getoppt werden kann. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch einen Gucci-haften Tag. Treibt's nicht so wild, gebt euer Geld nicht für so einen Schwachsinn aus. Und dann bis demnächst. Tschüssikowski. Tschüss.